Endlich wieder Battleship mit Stöpsel. Moin. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben leicht veränderte Regeln. Die Regeln sind jetzt wie folgt. Wir haben beide 18 Bälle für diese 18 Bahnen geplant. Plus zwei Joker-Bälle und das ist neu. Jetzt wird an jeder Bahn, wir haben da den Ballkoffer, jeder von uns hat quasi auf einer Seite seine Bälle sortiert. Und wenn wir jetzt an Bahn 1 zum Beispiel sind, sage ich, Stöpsel, du spielst hier bitte Ball Nummer 7. Stöpsel sagt mir dann, du spielst Ball Nummer 9 oder 1 oder welche Zahl auch immer. Diesen Ball müssen wir dann jeweils an dieser Bahn spielen. Sollte das der Ball sein, den wir für diese Bahn geplant haben, gibt das einen Game Changer. Game Changer können an jeder weiteren Bahn verwendet werden, um den Ball, den ich ihm jetzt vielleicht an Bahn 2 ausgelost habe, wenn er den so gruselig findet, kann er seinen Game Changer einsetzen und den Ball tauschen mit einem, den er haben will. Dann kommt der Ball, den ich gerade gewählt hatte, an die Position von dem Ball, den du spielen willst. Und ich weiß trotzdem nicht, wo du ihn hingelegt hast. Sollte Stöpsel zum Beispiel einen Game Changer übrig haben am Ende der Runde, weil er sagt, ey, an keiner Bahn fühle ich mich jetzt genötigt, den Ball zu wechseln, weil alles, was ich dir zufällig hinlege, gefällt dir so gut, dass du sagst, das spiele ich. Und er hat am Ende der Runde ein oder zwei Game Changer übrig, wie viel auch immer, gibt es pro Game Changer nochmal einen Gesamtpunktabzug. Das heißt, wenn du am Ende 47 gespielt hast, die traue ich dir zu groß an, dann mit einem Game Changer übrig hättest du dann 46 gespielt. Das ist das Regelwerk. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, versteht es, während wir spielen. Was machen wir als Like-Ziel für heute? Was hast du denn so im Durchschnitt? Das letzte Like-Ziel waren 1500 und in den ersten 24 Stunden und das haben die locker weggescheppert. Von daher würde ich sagen, wir müssen uns auf jeden Fall steigern und fürs Battleship-Comeback endlich, was sich so oft gewünscht wurde von den Leuten. Ja. Mit dir. Ja, habe ich gelesen. Der sich nie gewünscht hat. Ich würde sagen, sollen wir 3000? Als Like-Ziel? 3.333. 3.333 Likes in den ersten 24 Stunden ist das Ziel. Checkt auch, ob ihr schon ein Abo dagelassen habt. Im Moment haben knapp 50% der Leute, die die Videos schauen, noch kein Abo dagelassen. In diesem Sinne, wir legen los. Vorrang. So, du bist Gast, du darfst entweder, sagst du mir zuerst oder willst du zuerst gesagt bekommen? Ich würde es zuerst sagen. Ja, Bahn 1 haben wir hier. Nimm mal den Ball für, also den gesetzten Neuner. Das ist schon mal gar nicht so geil. MGB 6. Treue Supporter wissen das. Das ist mein Zauberball für Passage, Schleife, Radkappen. Ja, kann ich schon mal an keiner dieser Bahnen nutzen. Schade, du nimmst den Ball an Stelle 16. Ja, das ist etwas Neueres. Champions League 2020 Dormagen-Brechten-Darm. Den habe ich verlost. Ja, ist doch geil. Ich den habe ich verlost im 1000-Abo-Special. Ich habe ihn. Schreibt mal in die Kommentare, derjenige, der den gewonnen hat. Und das ist ein Bonusball. Ja. Sehr gut, das war einer deiner Bonusbälle. Genau. Das heißt, das ist kein Gamechanger, aber passt der? Nein. Sehr schön. Also das ist eher was Hartes, Knochiges. Okay. Also entweder Teller oder Labyrinth zum Beispiel. Ach, so das doll war so, hart. Sogar. So doll hart. Ne? Okay, ich muss auch als erstes spielen, ja? Ja. Na gut. Was mache ich denn damit? Vielleicht sogar Rundlauf, oder? Nee. Nee? Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Kannst du probieren? Nee, dann nicht. Dann spiele ich den recht langsam über der. Oh! Was denn? Ich? Meinst du mich? Ich spiele das jetzt zu Ende, aber ich schwöre, das hätte im Rundlauf gut funktioniert. Auf gar keinen Fall. Sagst du nicht? Nein. Alles schmutzig, Sekunde. Ey, ich muss hier komplett von der Ecke. Würdest du jetzt da lang? Ja. Ja, ich nicht. Nein, nein, nein. Es war so gut gedacht. Und es war fast sogar gut gemacht. Widerwärtig. Schön. Stempel, ich kann das nicht mehr. Das ist. Es ist 9 Uhr morgens. Das ist die erste Bahn. Und ich bin schon tiltet. Das kann es nicht sein. Ich stehe 3 hoch. Ja. Ach komm! Manche haben sich auswechseln lassen um 9 Uhr an Bahn 1. Also, kannst du es nochmal überlegen. So, hier, hör mal hin. Der kann klingen. Ich mache keinen Rundschlag. Du machst keinen Rundschlag? Das würde, okay. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil der rechts vorbei rutscht. Ja, kann sein. Deswegen mache ich jetzt so eine 1. Guck. Das war völlig Kontrastprogramm. Meiner landet dahinter, deiner kommt so gar nicht weg. Aber ich habe Hoffnungen. Ja, scheiße, von hier kann der sogar wirklich nochmal. Sitz, 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 sitz. Danke. Annäherungsschlag. Okay, ich gebe dir für Bahn 2. Ja. Die 1. Das ist gut. Nein. Hast du den da geplant? Ja. Nein. Doch.
Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh. Doch. Scheiße. Du hast direkt einen Gamechanger. Ist das kacke, Alter. Okay, jetzt du. Ich gebe dir die 18. Scheiße, gib mir doch die 20. Ich wollte dich gerade auf den letzten Ball. Die 18. Das ist einfach brauner Sand, Sandkastenball. Okay, merken, du hast einen Gamechanger. Ich habe einen Gamechanger. Scheiße. Ja. Ich war mir so sicher, dass du den zu hoch gelegt hast, ne? So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ey, brauner Sun, der rollt aber wenigstens. Ne? Ja, aber Vorlauf safe. Ich ja, Rücklauf dich. Hat ja keine Chance. Ich glaube an dich. Darf ich's auf die Uhrzeit schieben? Ja, ne? Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich den direkt in den Rundlauf prügeln? Das ist fast die einzige Möglichkeit. Soll ich das nochmal sauber machen? Für dich? Das mache ich nicht für jeden. Dann ja. Okay. Guck mal, ich mach das richtig akkurat hier. Ich helfe ein bisschen so auf Alibi, ne? Gut. In diesem Sinne. Macht er nicht. Der hat den Stab rasiert. Singen. Scheiße. Hoffentlich hört man das. Das war wie die Glocke. Immerhin komme ich hier vorbei. Ich bin. Oh, ich wollte mich gerade schon wieder selbst als beleidigen. Digga. Es war 3. Ja, 3. 1, Rundlauf, 3. 3. Plus 2, ich stehe 5. Du spielst Ball für Band 2 hast du oder Ball für 2. Nummer 2? Das. Das ist tatsächlich der Augenball, das ist ein Gamechanger. Ja. Danke. Ja, gerne. Ja, cool. Boah, wichtig. Schöne Sache. Du spielst. Ich gebe dir nicht auch die 2, ich gebe dir die 19. Das ist ein Sun. Auch vorne. Völlig okay. Hast du auch für Sandkasten aber geplant, ne? Ja. Gut. Hervorragend. Ich habe einen Gamechanger, du hast einen Gamechanger. Willst du deinen einsetzen? Gar keinen Fall. Von der Bahn, warte mal, der ist doch rund, oder? Ja. Boah, jetzt mal kein Flüchtigkeitsfehler, sondern erstes Ass machen hier. Souverän. Niveau? Hochhalten. Ja, hochhalten wäre übertrieben. Hochbringen. Du musst hier ja an der Bahn leicht nach rechts spielen. Und der ist vielleicht so hart und rollig, dass der aus der Spur fliegt. Ich will dich nicht verunsichern. Funktioniert natürlich auch gar nicht. Bist du mental viel zu stark für. Der ist so hart, der drillt sich überall rein. Ausgedribbelt habe ich ihn. Ja. Komm, Töter. Kannst du dich daran erinnern, an dieser Bahn habe ich das letzte Mal alles gegeben? Alle 7. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr, ansonsten... Do it again! Sollen die Leute das Video nochmal anschauen, das in die Kommentare schreiben, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe eine 7 gemacht. Du spielst an Bahn 4 die 14. 14. Das ist eine absolute Katastrophe. Das wäre eigentlich der Ball für die Schleife. Ich habe noch einen Gamechanger, oder? Du hast noch einen Gamechanger. Kann ich jetzt den Gamechanger einsetzen? Kann ich ihn einsetzen, weil so ein dicker Rolling an so einer Bahn... Durch kriegst du den vielleicht, aber du hast natürlich auch ein Trauma, ne? Ja, natürlich. Deswegen werde ich werde meinen Gamechanger einsetzen. Hervorragend. Ja, dann tausch mal. Du nimmst dir den Ball, den du spielen willst und ja, tust den Ball da rein. 1:1. 1:1. Ja. Dann habe ich diesen Ball. Und habe jetzt diesen Ball. Walter Erlbruch, World Champion 2011. Ist einfach ein schöner Ball. Der läuft einfach rein. Hervorragend. Dann gib mir mal. Ich glaube, dass die 8 bei dir noch offen ist. Nimmst du diesen Ball an? Ja, ist ausreichend. Classic 3. Hatte ich geplant für einen Teller. Ist völlig okay. 90.500.000 Lochhandverstärker. Ja, und ich sag dir nicht, welcher wirklich gut funktioniert. Ich sehe den. Feste, oder? Ja. 2 kommt. Ich zähle laut für dich mit. Mehr mache ich nicht. Das hat natürlich keinerlei Hintergrund oder so. Das ist nicht links genug. Du kennst die Bahn, ne? Ich kenne die Bahn. Hast du die auch so versemmelt, dass du so viel trainiert hast? Nein, ich tatsächlich eigentlich sicheres Ass. Ist zu links. Hä? Nee, reicht. Also schön. Eine 3, ne? In 3. Eine 3, und? Okay. Eine 3 nehme ich an. Den kann er. Ich weiß nicht, was der Walter Erlbruch da für ein Ball ist, aber ich spiele hier entweder die Karin Heschel aus dem Starter-Set oder diesen Boff Mace Bowman. Die witzigerweise, ich sag, das ist derselbe Rolling, die sind halt schwer. Ja. Weißt du? Dadurch sind die so spurtreu. Und Classic 3 ist natürlich vom Tempo ganz anders, vom Gewicht ganz anders. Ich finde es aber schön. Ich finde, ich habe mit meiner 3 nicht viel verkehrt gemacht. Nein, ich mit meiner 2 aber auch nicht. Ja. Du stehst insgesamt 3 und ich einen mehr, also stehe ich jetzt 6. Baden 5. 2, 9, 18, 8 habe ich gegeben. 7. Boah.
What's that? JLP. Ey, du hast noch einen Game Changer, ne? Ich wollte es nur sagen. Ja, aber den verwende ich jetzt nicht bei sowas. Ich gebe dir die 5, weil das wäre mein Game Changer gewesen, also ist er bei dir schon mal nicht. Ach, ich mein Rohrball. Tech-Team. Und du hast keinen Game Changer. Aber ich spiele den auch. Also ich glaube, ich netze den. Irgendwie. Irgendwie. Jetzt haben wir zugemacht. Ne? Wir wachsen einfach. Ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Ist nicht schlimm. Stark. Es ging aber auch schon wirklich schlecht los. Du hast den Mund aufgemacht und da wusste ich schon, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, der ist halt auch, ist jetzt kein Rohrball wie bei dir, aber der ist auch sehr schnell. Langsam genug, dann habe ich vielleicht Chance auf Vorlauf. Durchkommen ist die Devise. Nee, langsam genug. Ach Mann, ich kann nicht. Warum sagst du das? Ich? Ja, ich muss doch irgendwie. Ach so, ja, irgendeiner muss immer schon. Du sagst, durchkommen ist die Devise. Der Ball lief auch. Und der schon. Ball blieb hängen. Der lief schon 50 Zentimeter, habe ich das gesehen. Du bist es einfach. Wunderbar. Ey, ja, nee. Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich das beim ersten so gemacht. Schneid raus. Schneid raus. Na gut. Ich wollte noch mal kurz demonstrieren, wie schnell dieser Ball ist. Ja, ja. Ja, der wird im Rücklauf nicht so schön gehen wie der. Der kam aber wirklich schön, ne? Ja. Im Rücklauf. Ich glaube, ich spiele den einfach durch. Was soll ich machen? Ja, du hast keine andere Wahl. Nur langsam genug. Dann hast du eine Chance. Nee, ich spiele ihn einfach durch. Also lieber auf zwei. Auf sicher durch. Oh, was? Hä, ist das jetzt irgendwie hier der neue Cheatcode an der Passage? Irgendwie statt so einem recht langsamen Rolling spielen wir jetzt einfach immer so ein... Ich war ja heute Nacht kurz trainieren, wo du gesagt hast, ich soll vorbeikommen. Ja. Und dann habe ich das einfach so... Der Zug! Jeden Ball. Der Zug hat keine Bremse. Also ich habe eine 1 geschlagen. Ja, ich weiß. 6 nach Bahn 4, 7 nach der Passage. Ich stehe 7-3. Ja, ich habe noch einen Game Changer, du nicht. Das ist korrekt. Gut, weiter geht's. Ich gebe dir als erstes, und zwar gebe ich dir fürs Labyrinth für Bahn 6 die Nummer 20. Ach, ist natürlich Käse. Muss ich ja nehmen. Was ist es? Puttgeist. Puttgeist wäre für die Niere gewesen. Also das ist ein Wohlfühlball. Dann ist das doch an Labi kein Problem. Du kriegst die 20. Auch die 20? Ja, Reisinger Simon. Ist der hart? Der ist recht weich und schwer. Hier, nimm mal im Vergleich in der Hand. Deiner ist ja wahrscheinlich sogar noch schön angenehm weich, wenn du sagst Wohlfühlball. Beide sind doof. Hast du deinen Schläger da reingemacht? Das war nein. Das war nicht fair. Es war eine 1. Es war eine 1. Ah, das ist widerwärtig jetzt. Das ist richtig widerwärtig. Und dann noch von Pin. Digga, habe ich schon ein Ass? Ja. Mittelhügel. Augenball. Ja, halbe Bahn. Ja, ich hätte den Game Changer nehmen sollen. Ich war sogar noch so gütig, hat gesagt, nimmst du wirklich die 7 in Kauf? Es wird ja keine 7. Ey, das ist wieder der Pin. Ich kann nicht mehr. Oh Mann. Ey. Das war der vierte, ne? Also plus 3, ich stehe schon 10. Krank. Ich stehe 3, oder? Ja. 1. Ist halt Rücklauf nicht so. Du kriegst von mir für Bahn 7 die 17. Das oder? Sieht nach Teller aus. Ja gut, es ist maximal eine 2 und du hast eh keinen Game Changer. Ich glaube, ich dribbel den da rein. Ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Man muss ja auch mal crazy Sachen machen, oder? Ob da jetzt hier der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort für ist? Ja. Weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn ich das gleich mache, entweder sieht es geil aus oder es geht in die Hose. Ja. Ist wie mein Rundlauf an Bahn 2. Sie. Sehr leicht. Viel zu leicht. Digga, ich. Ohne Witz. Ich stehe 11. Aua. Oh, du hast wirklich was Verrücktes vorne. Ja, ich versuche eine 1 zu machen. Ja, und das ist verrückt. Boah, das wird crazy. Schade. Ich dachte nämlich, dass der aus dieser Bande... Ich wäre richtig sauer gewesen. Ja, glaube ich. Ich habe mir so überlegt, dass der vielleicht von hier dann so... Ja, ja, ich verstehe das schon. So machen Sachen. Verstehe das schon. Aber das ist ja auch ein Kasperball. Ja. Deswegen muss man auch Kasper-Sachen machen. Du stehst 4. Ja. Ich stehe 11. Widerwärtig. Du musst anfangen am Netz. Ja. Und du kriegst von mir die 8. Es ist ein Totball für den Blitz. Das ist machbar. Ich muss ja jetzt, ich habe ja nichts mehr, ne? Und du kriegst von mir die 3. Das ist gar nicht gut. Das ist mein Rohrball. Ja, du hast du. Nee, du hast keinen. Ich habe einen Geldchen. Du hast noch einen.
Ich mach den auch jetzt. Ja? Das macht Sinn, ja. So, dann kommt der Rohrball an den Spot, wo der Netzball war. Also sind wir jetzt beide Game Changer wieder auf Null. Ja. Zero. Ich weiß ja nicht. Passt. Den hole ich dir nicht mal raus, weil ich das so frech finde. Immerhin hat sich der Game Changer gelohnt. Brücke, ich muss vorlegen. Mit genug Schnitt kriege ich ja jeden Ball in eine Brücke. Ich sehe noch nicht die 17. Nicht dafür geplant, aber ist völlig okay. Ich gebe dir die 2. Hey. Kein Game Changer. Ist doch nicht dein Brückenball. Natürlich, Klassik 3 Rohling. Bin sauer. Ich bin so sauer. Klassik 3 Rohling. Wieso spielst du denn Klassik 3 Rohling an dieser Brücke? Weil ich vorhin gedacht habe, was habe ich hier gespielt? Ich habe keine Ahnung, Klassik 3 Rohling muss funktionieren. Hast du nicht sowas E27, Brückenass? Nee. Das ist vielleicht zu schnell, aber ich kann schneiden. Zu früh. Ecke, Hadda. Ja, ist doch easy, oder? Du hast gerade noch gesagt, du kannst jeden Ball hier rüber spielen. Ja, wahrscheinlich, wenn man so schneiden kann, wie ich das kann, ja, dann ja. Okay. Wie hattest du mich letztens getauft? Schnittmonster. Gibt es schon einen Ball, Ingo? Ingo? Wir sind witzig, wir sind dran. Ach, nein. Ja. Das muss eigentlich funktionieren. Schön gespielt. Ja, wenn... Ist drin. Okay. Ja, vielleicht, weil der also nicht genug präpariert ist. Weißt du, verstehst du? Morgens ein bisschen kälter und so. Nee, nicht? Ich verstehe das, aber so. Ich verstehe nicht, warum du Ausreden suchst, wenn du nass gemacht hast. Weil das nicht schön war. Ja, stimmt, war wirklich nicht schön. Für dich ist das ein Riesenschwimmbad, oder? Oh ja. Sowas habe ich mir immer gewünscht, in der Musche. Ich gebe dir Ball Nummer 7. Ist absoluter Käse. Du bist ja aber ein Gamechanger. Ist halt überlegen, ne? Wenn du durchkommst, kommst du durch. Nee, das ist doof. Ich muss meinen Gamechanger einsetzen. Okay. Was kriege ich? Ich muss kurz spicken. Ich glaube, die 11 hattest du noch nicht. Und die, ja, 11. Ich dir ein bisschen Schnitt mitgebe. Wagner 37. So. Wie witzig. Du hast jetzt den Ball eben am Töter nicht spielen wollen, hast dafür einen Gamechanger eingesetzt, dass du ihn nicht spielst. Und jetzt setzt du einen Gamechanger ein dafür, dass du ihn spielst. Der ist so geplant. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das zu 100% funktioniert. Weil ich weiß, wie beim ersten Battleship war es ein bisschen kühler, ne? Ja, ja. Deutlich. Aua. Hab ich gesehen. Ich habe mich gerade noch rechtzeitig umgedreht. Hab gerade geguckt, was für Leute gekommen sind, aber hab's noch gesehen. Das war gar nichts. Oh, sorry, Schatten. Ja, durch ist er. Der erste war nicht gut. Du stehst 5. Feste, richtig viel Schnitt. Da bist du doch! Da bist du doch! Ich habe einen Mal immerhin wieder gut gemacht. Ja, ich habe 5, ich stehe 11. Ja, mach die 12. Die 12? Du hast mir gerade die 11 gegeben. Ich weiß. Und das, mein lieber Freund. Ach fuck, ich habe gedacht, das wäre. Aber der war ja schon an der Brücke. Das ist die Karin Hesche. Das ist ganz großer Käse. Aber ich habe keinen Gamechanger. Ich habe gedacht, das wäre die Preuß. Die hast du schon gespielt. Und ja, du hast einen Ass gemacht an der Brücke. Ja, ich weiß. Das war doch gut. Ja, aber das ist nicht gut jetzt. Ah, nimm mal auch die 12. Wenn die bei mir so hässlich ist, dann... Es geht. Er wird funktionieren. Eigentlich ist es die Radkappe. Aber der ist ein bisschen schnell, die Radkappe. Aber ich bin halt... Es wird funktionieren. Tuch? Ich glaube, ich mache eine 1. Tuch? Da. Ich mache eine 1. Ich kann den doch eigentlich einfach so einen Tacken oder auch einen großen Tacken tiefer legen, oder? Ist, glaube ich, ganz geil. Das ist die Frage jetzt, wie weit? Ja. Das ist natürlich ein ganz anderer Winkel. Kenne ich gar nicht. Nee. Okay, ich stehe 12. Ich glaube, das geht. Der war zu früh, oder? Der war vor der Schraube, oder? Ja, nicht? Ja. Aber wenn ich dein Ergebnis konter, ist mein Sieg ungefährdet. Fakten lügen nicht. Das mache ich immer so. Niere. Grundsätzlich geht alles. Boah, wenn nicht noch irgendwas ganz Fürchterliches bei dir am Teller oder so passiert, habe ich das verloren. Ja, das ist korrekt. Machen wir die 11. Das ist Karl-Johann Rühner. Das ist ein sehr, sehr hartes Moped. Das ist ja nicht schlimm. Das habe ich als Bonusball eigentlich geplant. Laut meinen Unterlagen hast du die 4 noch nicht gezogen. Digga, was machst du denn? Das ist doch egal in der Bahn, oder nicht? Ja, aber hast du nicht auch so ein hartes Moped? Das ist für V, ja. Steinhart für V. Ja, super. Wie war das denn nochmal gerade? In das Lochranddingen, ne?
Nee, ich mach hier. Seine Reaktion auf meine keine Reaktion. Dafür mache ich jetzt einen Ass. Ist schon mal kein Ass. Dein erster Gedanke war so doll richtig, ne? Ja, war das so richtig? Ja, das war richtig. Aber mit einer 2 mache ich nicht viel kaputt, auch wenn du 1 machst. Nee, aber loch den erstmal. Ja. Wo ziehst du hin? Da die Bahn extrem nach links zieht, mache ich nur minimal links im Loch. Oh, ist das so ein Wanne? Ein Wellenwannending. Ach so. Ja, ich bin ja am Üben. Ist richtig. Ich muss auch erstmal assen, damit das sich positiv auf die Gesamtbilanz auswirkt. Und der ist zu links. Das ist nicht schlimm. Der rollt auch immer wieder hier hinten, dieser auch. Oh, es ist so gut, dass ich dich da manipuliert gekriegt habe. Schön. Mache ich jetzt eine 4? Es kommt der 4., aber du machst keine 4. Warum nicht? Weil du dich jetzt nochmal verreißt. Schade. Besser als eine 4 schaffst du. Ich glaube, ich schaffe sogar nass. Ja, ja. Schön. Wichtig. Und richtig. Ich stehe 12. Okay. 9, 12. Scheiße. Nimm mal die 16. Ach, Digga, du willst mich doch ficken. Nimm mal bitte die 4. Das wäre eigentlich mein Mittelhügelball gewesen, du. Schade. Ich hab KDM. Ja, ja. Gut. Ja, nee, nicht gut. Hör mir doch zu, ich hab KDM. Ja, gut. Für eine 2. Der nimmt doch extrem viel Schnitt an. Deswegen funktioniert doch dieser Trickshot am V damit, richtig? Das Ding ist, er ist aber so hart glatt, dass der nicht aufs Loch schneidet, der rutscht. Das heißt eigentlich, sagst du, wenn ich den regulär am Loch vorbeikriege, kriegt der keinen Überschnitt, sondern geht tendenziell eher da? Würde ich sagen. Schön. Meinst du für so einen Kullerlauf? Für so einen Kullerlauf. Ja, ja. Nee. Doch. 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 Zu schnell. Ja. Ach Mann, das hätte auch ein Ass sein können. Ja, es war wirklich, es war gut gedacht. Es war nicht. Wenn du gemacht hast, mache ich nochmal, weil ich glaube, den kriege ich ja direkt von der Rückbande im regulären Rauf reingeschnitten. Ich weiß nicht. Okay, ich stehe 13. Ich mache irgendwas jetzt. Ja. Wie immer. Nichts Neues von deiner Seite. Boah, ich habe eine Idee. Ach nee. Hä? Ah, ich wollte eigentlich diese Nachbande da treffen, aber ist gar nicht so schlimm. Das ist ein sehr guter Winkel. Ja, ist auch zu schnell. Nee, wenn er jetzt umdreht, ist okay. Und dann rollt er nicht genug. Wird mir stinken. Ich dachte eigentlich, auf diese Art und Weise hier diese Bande zu treffen. Aber dafür war er deutlich zu schnell gespielt. Ja, wir am Winkel, eine gute Idee. Aber mehr auch nicht. Ja. Du 10, ich 13. Ich glaube, du hast die 9 noch offen. Wenn dem so ist, nimmst du die 9. Nee. Hast du mir als zweite am Band 2 gegeben? Nee, du hast mir die. Ach so, ja, stimmt. Boah, Junge. Also die 9, okay. Ja, nimm mal die 9. Wir fangen nochmal an, die 9. Ja, als 3. Game Changer? Nein. Das wäre für diese Bahn gewesen. Schön. Ich spiele ja also nicht sowas Hartes, ich spiele einfach sowas für einen V-Ball halt. Ne? Muss ich nehmen? Ich sehe noch die 14. 14. Hast du was ähnlich Geiles? Gut, 2. Ja, ist aber besser als meiner. Weiß ich nicht. Ja, doch. Beide gleich weich. Ja, aber guck mal. Immer bouncy. Oh. Schon beides ähnlich so. Scheiße. Das könnte jetzt auch in Chaos enden hier. Ja. Ich muss einfach nur mit 3 eher rein als du. Wenn ich eine 1 mache, dann wird es für dich schwer. Ja. Und wenn ich sowas sage, passiert das. Das ist auch aus dem großen Loch vorne, ne? Ja. Richtig. Ich glaube, hier war sehr hoch, oder? Es bleibt bei 13,10. Wir haben die 13 noch. Das ist eigentlich eine Glückszahl. Das ist ein Luxemburger. Ja, easy, oder? Gibt Schlimmeres. Du kriegst 3. Das ist ein Rolling. Aber wie also schnell? Also ein langsamer, relativ langsamer Rolling. Weil das wäre auch eher sowas für die Passage. So ist das Leben. So ist das Leben den eben, es muss Beben geben, ab und zu noch eben Stand zu hinten. Ja. Den muss ich einfach irgendwie da reinspielen. Muss man mit den meisten Bällen. Vielleicht einfach auf Vorlauf. Das kann ich mit dem Luxemburger schon mal nicht, der ist zu fett. Du hast einen guten Ball, also das kannst dich eigentlich nicht beschweren. Nicht. Der tippt schon nicht so gut. Du Hund. Wieso hat der denn so wenig gebandet da oben? Sei doch froh. Digga,
Das wird nichts. Leute. Okay, der ist sehr tot. Es wird nichts. Ich verstehe, was du mir sagen wolltest. Ja. Ah, ich probiere das einfach. Ja, dir bleibt nichts anderes übrig. Du hast eine Eins gemacht, ne? Ich habe eine Eins gemacht. Finde ich doof. Oh, der ist früh. Wie doll der abgebremst hat. Es ist auch ein Rolling. Ja, aber wie doll roh. Pizza Pepperoni. Ist übrigens mein Ball. Ach so, ist deiner in Roh? Ja, das ist der Prototyp, den Ingo mir gezeigt hatte. Witzig. So, hier, das könnte er werden. Witzig. Den ich behalten. Danke, Ingo. Kuss geht raus. Mach mal die 18. Ja, das geht. Nein. Es geht. Ich würde sagen, es geht. Der ist halt... Ja, wird unglücklich am Loch reißen, ja, und dann nicht reingehen. Okay, also ich sag's nur, ja, du kannst mir noch einen Gamechanger geben. Ich habe gar nicht reingeguckt. Aua. Soll ich nochmal gucken? Ich glaube, du hast die 6 noch nicht gesetzt. Danke, ist ein Gamechanger. Ja, ist doch schön. 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 Wichtig auf den letzten Metern. Ich muss spielen. Du musst spielen, stimmt. Muss spielen. Ja, dann musst du abputzen. Das ist echt fies, genau auch an dieser Anlage, dass du hinten, jetzt haben wir die letzten beiden Bahnen hier, oder die vorletzten, dass die halt nochmal... Die sind sehr ballabhängig, ja. Ballabhängig sind, genau. Und du dich ganz schön zerreißen kannst. Oh, jetzt lass mal noch mal ein, zwei liegen. Komm. Ich soll ein, zwei liegen lassen? Ja, ja. Nein, das machen wir nicht. Das ist ja Quatsch. Na ja! Eine Umdrehung. Okay. Genau das ist es. Der ist ein bisschen schwerer, der ist nicht so schnell. Mhm. Der rollt nicht so gut. Ja, dann mach doch jetzt mal 5 km/h schneller, dann knallt sofort Rohr. 5 km/h ist echt viel, ne? Ja, schon. Sitz. Ja, ist nicht schlimm. Wichtig. Das wäre wichtig. Sieh zu, dass du keinen Fehler mehr machst. Ja. Ich habe noch einen Gamechanger. Ja. Vielleicht lasse ich den auch einfach offen. Ja. das geht. Ja, stimmt. Laut Adam Ries ist die 19 noch frei. Die 19 ist noch frei. Das ist mein Brückenball, ist der Eckhard Hoffmann, also den kriegt man auf jeden Fall drauf. Mhm. Dann würde ich sagen, spiele ich den sogar, weil dann habe ich den Gamechanger noch am Blitz, weil da habe ich einen Ball im Kopf, der gehen könnte von denen, die hier noch liegen. Falls du mir den nicht geben solltest, hole ich mir den. Mhm. Okay, du kriegst die... Nimm mal die 6. Okay. Das klang nicht so schlimm. Ich hätte lieber den anderen Ball gesehen. Ist völlig okay. Der noch drin ist. Okay, so, 13, 12. So, Druck hochhalten. Hund. Aber mach dir nichts draus. Ich habe einen ganz großen Ball. Das ist an so einem Teller nicht so geil. Der ist schon wieder zu kurz. Nee. Oh, der hat sich hochgezogen. Oh, okay, einen mehr. Ich habe 14. Also ich stehe 14. Nicht, ich habe 14. Schön wär's. Das ist brutal schwer jetzt. Das ist, aber ich muss es hinkriegen. Ich sag, der Ball ist völlig okay. Der ist völlige Katastrophe. Der ist groß. Ja, und? Ja. Flachteller, groß. Ja, was? Wenn du einen Teller hast, wo du Klöße drauf machst. Ja, welche rollen eher runter? Die kleinen oder die großen? Spiel jetzt! Ja! Na gut. Wichtig? Ich kann ihn halt null einschätzen an dieser Wichtig. Bahn. Wichtig. Okay, es steht 14-13. Hast du Nummer? Also es ist nicht einfach. Der musste halt, der durfte gerade über den Kloßrand offen ist. 10, 13, 15. 13. Dorothea Preuß. Völlig unbrauchbar für beide Schläge. Graulack. Sehr schön. Gib mir 15. Witzig. 10. Gut, dann nehme ich meinen Gamechanger. Und ich nehme den Malone Rohling. Den kriege ich, glaube ich, durchgeschnitten. Also hast du auch keinen Pluspunkt. Also wir haben beide keine. Also das, was auf der Tafel steht, das steht auf der Tafel. Das Ding ist halt, ich stehe 14, du stehst 13. Wenn ich jetzt einen hole durch den Punkt am Ende, weil mal angenommen, wir spielen jetzt den Blitz gleich, dann ist Gleichstand. Das bringt auch nichts. Deswegen, ich hoffe darauf, dass du mit der Preuß irgendwie einmal nicht durchkommst, zweiter geht nicht rein, dass du 2 machst und ich ass den. Und dann habe ich noch gewonnen. Guck mal. Ja. Glaube ich, schaffe ich. Mach doch, glaube ich, Druck vor Bande. Ja, was denn sonst? Hä? Was hast du denn gedacht? Ich habe überhaupt keinen Plan. Oh. Nee, ist okay.
Damit habe ich gerechnet. Du bist durch. Das ist ärgerlich. Mit einer 2? Müsste ich assen für Gleichstand. Mhm. Aber es ist schwer, den zu lochen von da. Wichtig. Wichtig. Okay. Ich wusste auch gar nicht, was ich tue. Du stehst 15. Das ist korrekt. Das erste Mal liege ich zurück. Ist dir das aufgefallen? Ja. An Bahn 18. Ja. Es stand 11:3, glaube ich. Der war sensationell. Schnittmonster. Schön. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der war sehr gut. Der war wirklich gut. Aber war gerade so, ne? Du hast die Bahn einfach drauf. Du kannst wirklich, egal zu welcher Uhrzeit, ja, ob es nebelig ist, in Strömen regnet, diese Bahn ist einfach, die müsste nach dir benannt werden. Z ist ja auch fast das Z. Ja. Du 15, ich 14, das heißt du 33. Ich 32. Aua. Ich habe es noch irgendwie gedreht bekommen. Ja. Freunde, wir nehmen direkt noch ein oder zwei Battleships mehr auf, damit ihr nicht so lange darauf warten müsst. Jetzt erstmal Like da lassen. 3333 Likes ist das Ziel. Lasst Liebe auch für Stöpsel in den Kommentaren da. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, Freunde, hau da rein. Aber hau da nicht so doll.